Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Ark, meine lieben Freunde. Gemeinsam mit dem lieben Eike bin ich hier am Start und meine lieben Freunde, bevor ihr euch jetzt wundert, warum oder weshalb alles so in der Basis gerade ist, wie es ist, möchte ich ganz kurz was erklären, ja? Es ist gerade Freitag, der 29. Juni. Der liebe Eike und ich, wir haben letzte Woche mit der Julia zusammen ordentlich vorproduziert. Oder am Sonntag war es, glaube ich, ne? Letzten Sonntag. Haben wir auf jeden Fall ordentlich vorproduziert. Wir hatten schon zum Livestream, der gestern am 28. Juni war, den Rock Drake fertig, sodass wir den im Livestream benutzen konnten. Und das habe ich dann auch am Ende gemacht. Und wofür ich den benutzt habe, das werde ich euch gleich zeigen und auch erklären. Ich muss zuerst einmal gucken. Alter Schwede, haben wir hier so viel verdorbenes Fleisch. Was zur Hölle geht hier ab? Holy moly. Junge, wir haben... Ey, der ganze Mörtel ist voll. Was zur Hölle? So, jetzt müssen wir erstmal ordentlich Narkobären reinholen. Also da können wir ja... Ey, wir können über 1000 Narkotik oder so herstellen. Ich muss erstmal gucken, ob wir genug Narkosebären haben. Ich hoffe... Ja, okay, die Julia hat sich da auf jeden Fall sehr gut drum gekümmert. Junge, wie viele? Okay, alles klar. Ja, wir stellen erstmal auf jeden Fall ordentlich Narkotik her, Leute. So. Ja, okay, da hinten ist auch schon alles voll. Da ist noch Platz. Sehr schön. Dann packen wir nämlich das ganze Gammelfleisch da jetzt rein. So, dann nehme ich mal eben ganz kurz noch die 100, die ich jetzt hier aus Versehen reingepackt hatte, raus. Und dann tun wir die hier rein. So, und dann pullen wir die ganzen Narkosebären erstmal wieder hier rein. Und danach werde ich euch gleich zeigen, was wir genau gemacht haben. Ist da noch ein bisschen Platz? Oh ja, da können wir sogar noch ein bisschen was reinpullen. Machen wir mal ganz kurz hier Narkosebären. Zack. Bam, bam. Ja, das sollte reichen. So, sehr schön. Dann machen wir nämlich jetzt hier auch nochmal. Ja, knapp 1000 Narkotik sind jetzt in Arbeit. Also, wir hatten den Rock Drake schon im Livestream, der gestern war ausgebrütet, großgezogen und so. Der war komplett fertig. Und diesen Rock Drake habe ich dazu benutzt, weitere Rock Drake Eier zu besorgen. Ihr seht auch jetzt schon hier, hier sind einige Rock Drake Eier drin. Ja, wir haben hier einen Level 20er, wir haben hier einen Level 12er, 16, 44, 12. 120, ja, wir haben ein Rock Drake Eye Level 120, meine lieben Freunde. Level 44, Level 16, Level 12 und Level 40. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, hey Kevin, warum brütet ihr eigentlich nicht das 120er Ei gerade aus? Die Leute, die den Livestream geguckt haben, die kennen die Antwort. Für die Leute, die den Livestream noch nicht geguckt haben, für euch gibt es jetzt die Antwort. Und zwar, seht ihr da, steht ein Rock Drake Level 158. Das ist kein 120er gewesen, der war Level 158. Das Ei war Level 158. Und von diesen Eiern habe ich nicht nur eins bekommen, auch nicht zwei, sondern ganze drei. Die haben wir im Livestream erbeutet. Oder, ja, besser gesagt, ich bin mit dem Drachen runtergeflogen, habe die erbeutet. Somit hat jetzt Julia, Eike und ich jeder einen starken Rock Drake und die haben übelst kranke Werte. Ich zeige euch das jetzt mal eben hier. 20.000 Gesundheit, 2.000 Ausdauer. Der kann 2.000 Gewicht fast mit sich tragen und hat 1030% Nahkampfschaden. Und wie viel das ist, das werde ich euch jetzt einfach mal demonstrieren, indem wir mit dem uns mal eben auf den Weg machen und mal ein Ründchen hier durch die Gegend fliegen, ja. Das kann ich mittlerweile auch sehr gut, das Fliegen. Da bin ich echt gut unterwegs mit. So, und dann würde ich sagen, töten wir einfach mal hier so einen... Ja, ihr seht's schon, ne? 804 Schaden mit einem Biss. Also die gehen ziemlich krank ab, die Rock Drakes, die wir jetzt haben. So, und wie einfach das ist, mittlerweile diese Eier zu erbeuten, das wollte ich euch jetzt einfach mal schnell zeigen in einem Video. Denn für den Weg, für den wir letzte Mal irgendwie, weiß ich nicht, hin und zurück, ich glaube, an die 7 Folgen gebraucht haben, bis wir das Ei dann endlich mal bei uns im, in der Basis hatten. Das geht jetzt alles ein bisschen schneller. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Da können wir nämlich easy jetzt mal eben in einer Folge schnell so ein bisschen Rock Drake Eier besorgen. Weil wie gesagt, das geht jetzt alles etwas schneller. So. Bringen wir mit dem ab. Dann können wir mit dem hier so ein bisschen rüberlenken. Ja, können wir hier direkt wieder abspringen. So, zack. Ich muss mal ganz kurz im Inventar gucken. Okay, die Rüstung hält noch ein bisschen was aus. Da müssen wir uns nicht so viel Sorgen machen. Oh, das ist übrigens die falsche Höhle. In die wollte ich jetzt nicht rein.
Müssen wir nochmal abspringen hier. Wobei, wir könnten mal gucken, dass wir eigentlich mal irgendwo ausdauerschnell reggen gehen. Einfach mal kurz den Rock Drake hier entlasten, ne? Mit Rechtsklick können wir das deaktivieren. So, und dann gucken wir nämlich, da muss ich hin. Ich bin gerade ein bisschen falsch abgebogen. So, aber ihr seht schon, wie schnell wir einfach hier runterkommen, ja? Also der Helm, der wird jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen halten, bis die 14 Haltbarkeit wächst und das wird was dauern. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. So, da kommen jetzt zwar Nameless, aber vor denen brauchen wir auch nicht so viel Angst haben, Leute. So. Hier ist die richtige Höhle, die ich wollte. So, da können wir jetzt einfach so springen. Dann gleiten wir ein Stück runter. So, dann machen wir den einfach unsichtbar. Ist auch kein Problem, Leute. Das geht easy going. Eike, du bist noch deine roten Edelsteine am Sammeln, oder was? Nö, habe ich jetzt gerade alles fertig. Habe jetzt gerade noch ein bisschen die Felder wieder neu mit Dünger bestockt und ja. Okay. Ja, ich bin jetzt gerade am gucken, dass ich hier nochmal ein Rock Drake Egg finde. Okay, da sind jetzt schon zwei Haltbarkeit weg. Wir sollten natürlich schauen, Leute, dass wir dann doch schon zeitnah versuchen, hier rauszukommen. Hier sind aber keine neuen Eier wirklich gelegt worden. Das ist natürlich schade jetzt gerade. Weil ich hätte gerne mit euch jetzt noch ein Ei erbeutet. Wir können mal gucken, ob wir hier unten nochmal eins finden. Ja, da haben wir nochmal ein Ei. Na komm. Komm rein hier. So, zack. Welches Level ist das? Ja, 132. Na gut, ich will mich jetzt nicht die ganze Zeit hier mit irgendwelchen... Rockdrakes rumschlagen, ne? Da kommen sie schon. Sollten schon gucken, dass wir jetzt schnell wegkommen hier. So, zack. Und dann können wir nämlich jetzt hier drauf fliegen und dann haben wir schon das Ei geklaut. War jetzt nicht unbedingt mein bester Run, ja, wie ich ein Ei bekommen habe. Aber egal, wir haben jetzt ein 132er Ei geklaut, ja. Das heißt, Leute, wir können jetzt auch demnächst in Kürze schauen, dass der Eike und ich mal versuchen, so ein Basilisk zu zähmen, ja. Da muss ich nur mal schauen, dass ich mir in einer Folge ein Fernglas baue und dann mit Eike mich auf den Weg mache, mal einen schönen Basilisk rauszusuchen, wo wir dann, ja, quasi gucken können, dass wir den dann durch die Eier pullen oder ziehen. Das werde ich dann auf jeden Fall versuchen zu übernehmen. Werden wir schon irgendwie hinkriegen, aber wir wollen ja direkt einen schönen hohen Basilisk dann auch zähmen, ne? Der muss dann schon ein gewisses Level haben. So, ich muss auch mal eben ganz kurz den Gamma-Wert einstellen. Der ist ziemlich niedrig, man erkennt hier kaum was. So, Leute, da machen wir uns jetzt direkt auf den Weg. Easy going. So. Dann können wir nämlich hier schön gucken, dass wir uns hier dann immer schön weiter nach oben bewegen. Ich muss einmal kacken. Machen wir mal eben schnell. So, zack, 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 zack. Schauen, dass wir hier langsam aber sicher aus der Ebene rauskommen, damit wir hier nicht weiter unseren Schaden bekommen, womit der Helm kaputt gehen kann. Weil sonst verlieren wir nämlich gleich dann irgendwann relativ schnell Leben und das wollen wir ja nicht, ne? So. Okay, sehr schön. Da kann man nämlich so einen schönen Sturzflug mit dem dran machen. So. Und dann könnt ihr halt einfach mit dem Rock Drake richtig easy hochklettern. Das ist halt das Entspannteste überhaupt, wenn ihr das so mit den Krallen macht, ja, mit den Eisenhaken. Da braucht ihr ja Ewigkeiten, bis ihr hier oben seid. Ne, und mit so einem Rock Drake, das geht so schnell. So, mal eben die Ausdauer reggen.
Mal gucken, dass sie schnell wieder voll wird. So. Dann können wir hier schön... schön da wieder hochklettern. Seht ihr? Sollen wir ja so einen Sprung machen. Ah, jetzt habe ich es leider nicht ganz geschafft, aber... jetzt kriege ich den Boost dorthin. Zack. Das ist der Vorteil, wenn man ein Fadenkreuz im Spiel drin hat. Dann könnt ihr diesen Boost besser machen. Weil ihr müsst was anvisieren und müsst das auch wirklich dann so ranbekommen. Ja, sehr schön. So, jetzt sind wir schon hier hinten, wo es nochmal runter geht, auf die blaue Ebene. Zack. Na, jetzt sind wir schon hier hinten an dem Fluss. Den kennt ihr ja. Fliegen wir jetzt einfach hier so schön entlang zurück und dann können wir hier mit dem Rock Drake uns einmal schön drehen und dann zack. Können wir dann hier schön sanft entlang zurückgleiten. Ja, ihr seht, also das mit dem Fliegen klappt schon mittlerweile echt gut. Da komme ich schon sehr, sehr weit mit. So, dann müssen wir nochmal ganz kurz die Ausdauer regen. Dann werde ich mir gleich in der Basis erstmal ein Fernglas bauen. Dann packe ich ein paar Eier in den Rock Drake. Und dann können wir erstmal gucken, ob wir irgendwo einen Basilisk ausfindig machen. Ike ist ja sein gerade eh am Leveln. Genau, ja. Je nachdem brauche ich ja noch nicht mal deine Hilfe dafür. Weil so schwer ist das eigentlich gar nicht. So, dann packe ich jetzt erstmal das hohe Ei in den Kühlschrank, Leute. Oh, zack. Dann müssen wir auf jeden Fall jetzt einmal unsere Rüstung reparieren. Das ist super, super wichtig. Ich hoffe, dass wir hier genug Stuff drin haben, dass das klappt. Polymer. Haben wir noch irgendwo Organic Polymer? Gucken, organisches Polymer. Ja, haben wir noch. 114 Stück. Sehr geil. Wir kriegen alles repariert, Leute. Das ist gut. Weil dann können wir nämlich jetzt gleich die Rüstung anziehen. Die ist ganz gut, wenn man gegen Basilisk oder so abhauen muss. Weil wenn er das Gift einsetzt, dann werde ich davon nicht betroffen. Weil ich diese Rüstung anhabe. So, okay. Dann müssen wir jetzt als nächstes schauen, dass wir uns ein Fernglas herstellen. Dafür brauchen wir Kristall, Holz, Fasern, Leder. Pullen wir alles rein. Kristall. Brauchen wir 2. Pull. Dann Leder. Ich glaube, waren 5. Ne, waren 10. 5 Holz und 10 Fasern. Okay, dann holen wir nochmal Holz. 5 waren das, ne? 5 Leder. Und 10 Fasern. A, B, C, D, da sind sie. 10 Fasern, zack. Stellen wir uns jetzt das Fernglas her, so. Und dann machen wir uns jetzt gleich auch schon auf den Weg. Ich werde jetzt nur ganz kurz in den Rock Drake ein paar Eier packen. Also die ganzen Low-Eier, die wir hier haben, die nehmen wir jetzt erstmal mit. So, die kommen jetzt alle in den Rock Drake rein. Ich denke mal, die müssen wir nämlich vorher schon auslegen, bevor ich den quasi pulle, den Basilisk. So. 2. 3. Ich weiß nicht, ob für einen hohen Basilisk 6 Stück reichen, Leute. Wir nehmen mal zur Sicherheit noch 3 weitere mit. 120, 44, 132, 40. Okay, dann nehmen wir noch die 40er Eier mit. Komm. So, das sollte reichen. Okay. So, dann haben wir die auch schon mal hier drinne. Mache ich mich nämlich jetzt schon mal auf den Weg. So, da sind wir jetzt schon mal hier oben. Wir müssen jetzt einfach nur gucken, dass wir hier... zack. Weiter fliegen. So.
Zack. Oh, sehr schön. Dann gucken wir nämlich, dass wir jetzt hier hinten genau zu diesem Weg kommen. Weil von hier aus gelangen wir nämlich an eine Plattform. Da gibt es richtig viele Basilisken. Müssen wir jetzt halt nur das Stück hier schön entlang gehen. So. Zack, da oben ist sie auch schon. Das ist die Plattform, von der ich rede. Bei der können wir das nämlich alles richtig easy und schnell erledigen. So, jetzt müssen wir hier Ausschau halten. Da haben wir schon Basilisk. Welches Level ist der? Level 4. Das ist ein bisschen zu low, Leute. Ich will schon ein bisschen was Höheres haben. Also wir sollten schon gucken, der Basilisk sollte schon so im Bereich 100 sein eigentlich. Alles darunter wäre mir echt ein bisschen zu low. So. Da ist nochmal ein Basilisk. Das ist natürlich hier das Federkleid ein bisschen im Weg. Level 28. Ich töte mal die Low-Viecher, damit dafür neue nachspawnen können, Leute. So, einfach, wenn er spuckt, springen. Dann trifft er auch nicht so krass, ne? So, und dann kann man hier schön weitergehen und kann gucken, dass man nochmal einen anderen ausfindig macht. Muss halt nur ein bisschen aufpassen, weil die verbuddeln sich ja ganz gerne. Und manchmal übersieht man auch gut und gerne diese Dornen, die aus dem Boden rausschauen von denen. Müssen wir halt echt drauf achten. Mal gucken, ob hier irgendwo noch einer ist. Naja, aber hier ist keiner gerade. Hm. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Mal ein bisschen hier so durch die Gegend fliegen. Mal gucken, ob hier irgendwo, wir hier irgendwo was sehen. Natürlich sieht man die auf der Plattform am besten, wenn die sich hier verbuddelt haben. Aber ich sehe hier jetzt gerade weit und breit keinen. Das ist eigentlich hier so die beste Stelle, um die zu finden. Weil hier sind eigentlich immer relativ viele. Hat man ja auch gerade gesehen, ne? Wir haben jetzt schon zwei Dinger gefunden. Gestern waren hier nochmal zwei. Da habe ich einen Level 60er oder so getötet. Das war schon so... Da war ich schon so ein bisschen am Überlegen. Oh, da haben wir ja einen. Ob ich den zähmen soll. Oh, welches Level war der jetzt? Ah, der ist Level 112 hier. Das ist der Dino. Aber nicht der Basilisk. Ah, der ist Level 16. Dahinter ist aber direkt wieder einer. Level 92er Basilisk. Okay, nice. Okay, irgendwie will der nicht rauskommen, der Basilisk. Das ist natürlich nicht ganz so gut, Leute. Dann stellen wir uns erstmal hier oben hin und dann würde ich sagen, beenden wir erstmal an der Stelle die Folge. Ich glaube, da hinten ist jetzt noch einer gespawnten Basilisk. Wenn ich das richtig sehe. Oder? Ne, ist nur ein Stein. Und dann werden wir in der nächsten Folge den Level 92er Basilisk versuchen zu zähmen, liebe Freunde, okay? Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich natürlich wie immer über euer Feedback, genauso auch über eine Bewertung freuen. Und wenn ihr die nächste Folge, wo wir den Basilisk Level 92 zähmen werden, nicht verpassen wollt, solltet ihr definitiv die Glocke aktivieren, sobald ihr es noch nicht getan habt, ja? Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen.